Wir machen weiter mit Zoe hier im Part 3 von Dreamfall, The Longest Journey, immer noch in den Straßen von Casablanca. Und das Spiel geht relativ geruhsam los, das soll sich aber bald ändern, das könnt ihr mir glauben. Und wir müssen uns jetzt geschwind in Richtung Sporthalle aufmachen, damit Jama nicht, Jama wird mir die Hölle heiß machen, auf ihre ruhig bedrohliche Weise. Und das wollen wir nicht zu sehr strapazieren, deswegen gehen wir jetzt zu Jama in die Sporthalle. Hallo ihr zwei. Was tue ich mit diesen Kindern? Aha. Was soll ich ihnen sagen? Geht in die Schule? Tja, das ist schwierig, Zoe, weil du ja selber jetzt quasi die Schule abgebrochen hast. Ja gut, das war das Studium und schaut mal, zwei Schachspieler. Okay. Aber mit euch kann man nicht reden. Nein, kann man nicht. Okay. Und... Da geht nichts. Kann ich mit dir reden? Ja, war. Hey, Zoe, alles klar soweit? Nichts los, wa? That's cool. That's cool. Okay. Ja, war. Das war wohl Java und sein Motto ist That's cool. Alles klar. Und wenn ich mich richtig erinnere, geht's hier in die Sporthalle. Ups. Hä? Dort ist die Sporthalle. Jamas Studio. Ich war fast jeden Tag da, seit ich wieder hierher gezogen bin. Und ich fühle mich ein ganzes Stück besser und leichter. Na dann nix wie rein. Die Sporthalle ist im obersten Stockwerk und es gibt hier keinen Lift. Ich meine, ich gehe da schon zum Trainieren hoch. Warum kann es denn nicht einfacher sein? Ja, Zoe, aber das ist super. Mit dem Lift ins Trainingsstudio fahren, na toll. Gehen wir rein. Die Tür geht aber schwer auf. Oh, und Zoe hat sich auch gleich schick umgezogen. Wirklich schick, das muss man sagen. Und das da vorne ist Jama, die sich da so elegant bewegt. Und, ah, hier ist die eine. Die in Blau, die haben wir vorhin joggen gesehen. Und die hier? Nia ist noch nicht so lange hier. Aber sie ist wirklich gut und sehr ehrgeizig. Mhm. Hallo, Nia. Ich muss an meinen Kicks arbeiten. Alles klar. Erilyn. Sie kommt schon seit einiger Zeit hierher. Sie ist wirklich cool. Ich mag sie. Ja, die hat vorhin, oder was heißt vorhin, im letzten Part, einen netten Eindruck gemacht. Jama wird sauer auf dich sein, weil du zu spät bist. Sie ist heute nicht in bester Laune. Oh, oh, ja, dann wenden wir uns hier zu und rufen das Unvermeidliche herbei. Du bist zu spät. Tut mir leid, ich war nur... Komm lieber rechtzeitig, als es zu bedauern. Okay, das ist diese ruhig bedrohliche Weise. Entschuldigen, ich fühle mich wirklich unwohl, weil ich schon wieder zu spät komme. Ich bin nicht allzu spät. Nee, wir entschuldigen uns. Wir wissen ja, dass wir nicht hätten mit Olivia reden sollen. Es wird nicht wieder vorkommen. Das bezweifle ich. Dir fehlt es an Pflichtgefühl, Zoe. Du bist meine talentierteste Schülerin. Aber Talent ist nicht alles. Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Du verschwendest deine Zeit. Und meine auch. Es tut mir leid, Jama. Es scheint mir nicht mehr so viel auszumachen wie früher einmal. Es ist nicht, weil Martial Arts ein so wichtiger Teil deines Lebens sein sollte, aber Hingabe ist immer wichtig. Wenn es dir an Hingabe für das mangelt, was du tust, ist es die Mühe nicht wert. Aber lassen wir das nun und beginnen mit der heutigen Lektion. Das war aber ein cooler Spruch. Hingabe. Bereit? Los! Drück... Oh, ah! Ah! Okay. Gut! Schwere Angriffe mit X. Okay. B. Excellent. Kann ich blocken? Na dann. Drück die A und X in Kombination, um die Bewegung verschiedener Typenangriffen durchzuführen. Bleib konzentriert, Zoe. Sehr gute Arbeit, Zoe. Oh. Schön. Hab ich gut geschlagen. Das war gut, Zoe. Aber Übung macht den Meister. Probieren wir es nochmal. Okay. Ja. Okay. Gut. Grundstellung. Ich brauche mehr Übung.
Das ist also das Kampfsystem hier bei Dreamfall, The Longest Journey. Bleib konzentriert, Zoe. Blocke, Zoe, blocke. Blocke, Jama, blocke. Bleib konzentriert, Zoe. Sehr gute Arbeit, Zoe. Gut. Nicht schlecht, Zoe. Nicht schlecht. Probieren wir es nochmal. Okay, ein drittes Mal machen wir noch, aber dann brechen wir aber die da hinten. Die Nia schaut ganz interessiert zu. Okay. Ja. Gut. Das Grundstellung. Ist gar nicht so schlecht. Bereit? Los. Blocke, Zoe, blocke! Exzellent! Blocke, Zoe, blocke! Bleib konzentriert, Zoe! Bleib konzentriert, Jama! Sehr gute Arbeit, Zoe! Ja, die Konzentration ist nicht schlecht, wenn man sich konzentriert bei diesem Spiel. Du wirst besser mit der Zeit, Zoe. Bereit für noch eine Runde? Ich sag jetzt mal nein, weil ich möchte das nicht ewig machen. Nein, ich bin müde und ich habe andere Dinge zu tun. Das ist natürlich ein blöder Spruch. Nein, ich denke, ich habe genug für heute. Na gut, lass uns morgen weitermachen. Und versuche pünktlich zu sein. Klar, machen wir. Aber ich schau mal, ob ich mit dieser Jama noch reden kann. Ich arbeite seit Jahren mit Jama, aber sie ist einfach zu anspruchsvoll. Ich werde sie nie zufriedenstellen können. Trotzdem will ich mit ihr reden. Jama? Ja? Fragen? Ich möchte mich mit Jama ein bisschen unterhalten. Ich möchte noch eine Runde mit Jama kämpfen. Nichts. Ich möchte mich mit Jama ein bisschen unterhalten. Hast du eine Minute? Was ist denn, Zoe? Jama spricht nie über sich selbst. Du hast mir nie etwas über deine Vergangenheit erzählt, Jama. Was hast du gemacht, bevor du nach Casablanca kamst? Warum willst du das wissen? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich trainiere jetzt schon seit 6 Jahren bei dir und weiß so gut wie nichts über dich. Du trittst mir nicht so nahe, Zoe. Das ist eine zulässige Frage. Schließlich bin ich deine Lehrerin. Vor dem Kollaps habe ich in der Security einer Firma in Shanghai gearbeitet. Basisschutzaufgaben für Dragon Motors. Als das Syndikat das Ei aufbaute, wollten sie mich haben. Ich arbeitete meist in der Antiterrorismus-Einheit. Wir waren in Kinshasa, aber ich reiste durch die ganze Welt. Nach 4 Jahren kündigte ich. Und warum hast du aufgehört? Es klang wirklich so, als wärest du gut in deinem Job gewesen. Ich war eine der Besten, aber ich musste Dinge tun, auf die ich nicht stolz bin. Und ich sah Dinge, die mir den Magen umdrehten. Ich ging bevor... Bevor was? Diese Konzerne haben ihre eigenen Gesetze, Zoe. Das Ei dient nicht den Menschen und das Geld hat die Macht. Ich folgte nur Befehlen. Tut mir leid. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich darüber rede. Anders als viele Kollegen kündigte ich, bevor mich diese Arbeit auffraß. Spannend. Das Ei ist wohl irgendeine übergeordnete Organisation. Olivia hat ja auch vom Eye in the Sky gesprochen. Reden wir über die Sporthalle. Wann macht Jama ihren Sportclub auf? Wie lange besitzt du schon diesen Sportclub, Jama? Du solltest die Antwort auf diese Frage kennen, Zoe. Du warst eine der ersten, die bei mir anfingen. Richtig. Ich war damals 14. Also 6 Jahre, stimmt's? Ja. In diesem ersten Jahr hatte ich nur 4 reguläre Studenten. Nun habe ich fast 40. Ich habe gerne viel zu tun. Okay, das heißt, wir wissen da jetzt, dass Zoe 20 ist. Zoe, ich möchte eine ehrliche Meinung von Jama über mich hören. Du glaubst nach wie vor, dass es mir an Hingabe fehlt. Du bist sehr talentiert, Zoe. Unter den Besten, die ich je trainierte. Wie ich dir aber schon sagte, du bist nicht mit dem Herzen dabei. Du schaffst es nicht mit Talent allein. Wenn du keine Hingabe zu den Martial Arts verspürst, wirst du dich nicht mehr wesentlich verbessern können. Du musst dich entscheiden, was du willst und wie sehr du es willst. Vielleicht ist dies nichts für dich. Wie auch immer, du vergeudest dein Talent und meine Zeit. Nun, danke, dass du so ehrlich mit mir bist. Ich muss mich auf die Socken machen. Danke, Jama. Wir sehen uns morgen, Zoe. Komm nicht zu spät. Wir werden es ganz, ganz ernsthaft versuchen, Jama.
auch ein interessanter Charakter, muss man schon sagen. Gut, wo muss ich da wahrscheinlich die Treppe? Davon, da sind wir gekommen, dann gehen wir die Treppe runter. Zoe! Finde April Ryan, rette sie! Ich weiß es nicht. Dieses Video verfolgt mich, ich schwöre es bei Gott. Und lässt Jama diesen Bildschirm nicht stets ausgeschaltet? Das wird langsam ein bisschen gruselig. Okay. Jetzt spätestens wissen wir, dass die April, die sie im letzten Video erwähnt hat, die April ist, die wir kennen. April Ryan, hat sie gesagt. Gut, diese Sache mit den Bildschirmen. Bin ich die Einzige, die das sieht? Und was ist mit diesem Mädchen? Wenn das virales Marketing ist, ist es nicht sehr wirksam. Höchstens etwas irre. Moment, wie kann ich denn hier scrollen? Ah. Und wer ist April? Was meinte sie, als sie sagte, finde April, rette April, rette April Ryan? Wer ist April Ryan? Naja, egal, das geht mich nichts an. Können wir mit Jama darüber reden, über den Bildschirm? Jama? Jama? Ja? Fragen? Hast du eine Minute? Was ist denn, Zoe? Danke, Jama. Schade, ich dachte, ich könnte sie nach dem Bildschirm fragen. Okay. Kann ich dich untersuchen? Da ging doch irgendwie... Ah, hier. Mit dem linken Analogstick. Nee, kann man nicht machen. Okay, darunter können wir. Interessante Zwischensequenz. Entschuldigung. Hallo, Risa? Hallo. Bist du beschäftigt? Nicht wirklich. Warum? Ich muss mit dir sprechen. Kannst du mich bei Mona Loco treffen? Sicher. Wann? Jetzt? Ich bin bereits auf dem Weg dorthin. Gut. Ich werde in ein paar Minuten da sein. Großartig. Bis gleich. Oh. Das ist Risa, oder war Risa am Telefon, ihr Ex-Freund. Ich treffe mich heute mit Risa zu einem Café im Mocha Loco. Und das Mocha Loco haben wir im letzten Part auch kennengelernt. Da ist, glaube ich, Karen heißt sie, die Barista. Okay. Und da müssten wir ja eigentlich gleich da sein. Ja, Leute. Das war sehr interessant in der Sporthalle. Ach, da sind die beiden wieder. So, da ist das Mocha Loco. Ah. Ich kenne sie nicht. Kennst du ihn? Ich sehe ihn ständig hier unten. Er muss in der Nähe leben. Aha. Oh, ich glaube, da sollen wir hin. Mocha Loco hat den besten Kaffee und die komfortabelsten Sitze in ganz Casablanca. Risa? Hey, einen Moment. Rio? Ja, ruf mich an, wenn du alles vorbereitet hast. Ich treffe mich gerade mit einer Freundin. Okay, bye. Wer war das? Also dann ebenfalls hallo, Zoe. Hallo. Wer war das denn? Gut zu wissen, dass sich einige Dinge nie ändern. Es war nur geschäftlich. Ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich freue mich, dass du dich wieder verabredest. Das war kein Date. Es war nur... Business, ich weiß. Ich möchte nicht, dass du dich bedrängt fühlst, wenn du mit mir über so etwas redest. Über diesen Punkt sind wir hinaus. Verstanden. Ich werde dir von all meinen romantischen Abenteuern berichten, falls sie jemals stattfinden. Also, wie geht's dir? Mir geht's gut. Dad ist heute nach Bombay gereist und das Haus gehört mir. Hab für heute Nacht ein paar Leute eingeladen. Eine Party? Offiziell ist es nur ein kleines Treffen. Oh, jetzt können wir ihn einladen. Ich sollte Risa zur Party einladen, nicht einladen. Risa sieht völlig zerstreut aus. Ich werde ihn besser nicht zur Party einladen. Ja, aber es ist ja so, dass die, ja, wie wir erfahren haben, beste Freunde waren, bevor sie zusammenkamen. Und die Olivia hat ja auch gesagt, dass sie den Risa gerne mal wieder sehen würde nach so langer Zeit. Also ich würde sagen, wir laden ihn ein. Übrigens, falls du Zeit hast, ich meine, ich würde mich freuen. Du kannst mitbringen, wen immer du möchtest. Es sind nur ein paar Leute, nichts Größeres. Ich wünschte, ich könnte, aber ich... Ich muss mich um etwas kümmern. Arbeit. Tut mir wirklich leid, ich wünschte...
Macht nichts, kein Problem. Vielleicht ein andermal, okay? Was ist los mit dir, Risa? Du warst sehr beschäftigt. Steckst du in der Arbeit an einer Story? Knietief, wie immer. Ich habe vielleicht 5 Stunden Schlaf bekommen in den letzten, sagen wir, 72 Stunden. Klingt, als wärst du an einer großen Sache dran. Kann sein. Ich habe es noch nicht an die Hand gegeben. Habe noch nicht mal mit Martin darüber gesprochen. Ich brauche noch mehr Informationen, muss mehr recherchieren, aber es sieht so aus, als... Sieht ziemlich dick aus, ja. Kannst du mir etwas darüber erzählen? Tut mir leid, das geht nicht. Okay. Was auch immer The Hand ist, Herausforderung, das hört sich faszinierend an, zurückziehen. Es macht keinen Sinn, ihn zu drängen. Risa spricht nie über die Stories, an denen er arbeitet. Ja, dann sollten wir ihn aber auch nicht herausfordern. Sorry, ich wollte nicht herumschnüffeln. Ich weiß, dass du das nicht wolltest. Du bist nur du selbst, neugierig und alles hinterfragend. Ich fühle mich gar nicht mehr wie ich selbst. Ist alles in Ordnung? Ist es. Sollte es sein. Hab keinen Grund, mich zu beschweren. Mein Vater unterstützt mich. Ich habe alles, was ich brauche. Genug Geld, um überall hinzukommen. Das Problem liegt darin, dass mir einfach alles egal ist. Ich habe keine Ziele und keinen Ehrgeiz. Und ich hasse es, mich so zu fühlen. Das bin ich nicht. Aber so geht's dir schon eine Weile, nicht wahr? Ich meine, du sagtest das schon, als du mit mir Schluss... Ich weiß, Risa. Ich dachte, das sei nur eine vorübergehende Phase, aber nun... Nun macht es mir Sorgen. Werde ich mich für den Rest meines Lebens so fühlen? Ich komme mir vor, als hätte ich jeden enttäuscht. Ich kann mich nicht einmal aufraffen oder den Enthusiasmus aufbringen, nach Kapstadt zu fahren, um Katrina und David zu besuchen. Was sagt dir das? Dass du in einer Spur festhängst, das ist alles. Und es ist erst ein paar Monate her, dass du Kapstadt verlassen hast. Du verdienst eine Pause. Ich weiß, dass du mich motivieren willst. Und das weiß ich zu schätzen, aber... Ich weiß nicht. Ich brauche im Moment mehr als gutes Zureden. Ich brauche etwas, das mich morgens aus dem Bett reißt. Ein Ziel, eine Aufgabe. Etwas, um... Mist. Sorry, ich muss da mal rangehen. Kein Problem. Ja? Danke, okay. Ich bin bald wieder zurück. Bleib einfach da. Tut mir leid, Zoe. Ich bin heute etwas gestresst. Was hast du gesagt? Keine Sorge, ich weiß, dass du viel um die Ohren hast. Apropos, du sagtest am Telefon, dass du mit mir reden wolltest. Was ist los? Kannst du mir einen Gefallen tun? Positiv, natürlich helfe ich ihm. Zögernd, es hört sich nach viel Arbeit an. Nee, also hallo. Ja, das ist Risa, unser bester Freund und unser Ex-Freund. Natürlich helfe ich ihm. Sicher. Ich habe heute Nachmittag nichts weiter vor. Fein. Es ist nichts Besonderes. Du müsstest nur nach Downtown und etwas für mich abholen. Und was? Weißt du, wo das Seychardry-Gebäude ist? Nein. Es ist nicht weit vom Hub. Dort gibt es eine Firma namens Jiva, ein Biotech-Labor, das von einer Frau namens Chang geleitet wird. Helena Chang. Alles, was du tun musst, ist ein Paket von ihr abzuholen. Sie erwartet mich, aber ich habe jetzt keine Zeit und ich brauche das Paket so schnell wie möglich. Ich möchte keinen Kurier benutzen, weil es sich um sensibles Material handelt. Chang bestand darauf, dass ich es persönlich abhole. Ich schicke ihr eine Nachricht, dass du es für mich abholen wirst. Ist das okay? Ich meine, macht es dir etwas aus? Nicht das Geringste. Seychardry-Gebäude, Jiva, Helena Zhang, ein Paket. So schnell wie möglich. Komm bitte zu meinem Apartment, sobald du das Paket hast, okay? Ich werde die Hand That Bites bitten, dich für ein paar Stunden Arbeit zu bezahlen. Mach dir keine Sorgen. Ich mach das nicht wegen Geld, Risa. Ich mach das für dich. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Dann sollte ich jetzt gehen. Und du solltest tun, was immer du da auch tun musst. Business. Top-Secret-Zeug. Was diese Party, dieses kleine Treffen heute Abend angeht. Ja? Falls ich früh genug fertig bin, schaue ich vorbei. Okay, falls du früh genug fertig bist. Und falls du das Geschwafel und den Rotwein aushältst. Wie es im Moment aussieht, werden wir eine reine Mädchenparty feiern. Ich werde daran denken. Wir sehen uns bald. Danke nochmal, dass du mir hilfst, Zoe. Bye. Okay. Er arbeitet wohl für eine Organisation, die The Hand That Bites heißt. Die Hand, die beißt. Risa hat mich gebeten, in Downtown etwas abzuholen bei einer Firma namens Jiva. Sie ist im Seychardry-Gebäude. Ich soll mit einer Frau namens Helena Chang sprechen. Seychardry, das kennen wir, diesen Begriff oder diesen Namen kennen wir schon aus
aus dem letzten Spiel, The Longest Journey, da gab es auch eine Firma, Shadri. Your Widest Dreams Will Come True stand da hinten. Project Ultra. Aha. Ja, gut. Ich würde jetzt mal zu Olivia gehen und fragen, ob sie weiß, wie ich nach Downtown komme. Wobei ich als Zoe das natürlich wissen sollte, weil ich ja hier aufgewachsen bin. Aber naja, oh, was ist denn hier los? Leaf hat den Laden geschlossen. Ach, ihre Lieferung war wohl etwas umfangreicher. Gut, dann sehe ich mich einfach weiter um. Da oben war ja nichts mehr, da war ja nur unsere Wohnung. Okay. Da rechts war man, da war die Sporthalle. Was ist hier? Aus einem langen Gang. Hier ist nix. Und da ist auch nix. Leute. Da hat sich's auch jemand hier gemütlich gemacht. Mit Kaffee vom Mocha Loco und einer schönen Zeitung. Ja, wo geht's denn dann mal hin? Dann begeben wir uns mal wieder in Richtung Sporthalle. Was ist das? Ah, da oben wieder diese Träume. Ah, hallo. Wow, ich mag sein Outfit. Sehr, sehr traditionell. Sehr, sehr traditionell. Ja, 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 ja. Hallo Jungs, seid ihr immer noch nicht in der Schule? Gut so. Es ist viel zu warm für die Schule. Also zumindest bei denen. Bei uns natürlich im Augenblick nicht. Aber ja, da war die Sporthalle. Oh, 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 Taxi. Ein offizielles Casablanca City Taxi. Sie sind nicht nur kostenlos, sondern auch super komfortabel. Sehr schön, dann besteigen wir doch mal so ein Taxi. Hallo. Ich hoffe, es bringt uns nach Downtown. Downtown. Okay, was ist das? Nach dem Kollaps mussten sie manuelle Rufsäulen für alle Taxis errichten. Kein neurales Interfacing im Netz mehr möglich. Aha, kein neurales. Was ist, wenn ich da drauf drücke? Wir bitten um Nachsicht, aber in Ihrer Gegend sind derzeit keine Taxis verfügbar. Bitte probieren Sie es bald noch einmal. Na toll, wir sind doch gerade aus einem ausgestiegen. Ich würde mal sagen, Downtown ist nicht die beste Gegend. Also wenn wir uns hier mal umsehen, oh, da unten, schaut mal. Hier kommt die Sonne wohl nicht hin. Ja, was haben wir hier? Oh, ein... Dieser Button ruft einen Aufzug herbei. Okay, dieser Button ruft einen Aufzug herbei, sagt sie uns ganz dramatisch. Dann rufen wir mal einen Aufzug herbei. Musik.